Valheim-Movies, Ladies and Gentlemen, willkommen zurück in Valheim. Genau, wir spielen heute Valheim mit unserer wunderschönen untoten Kriegerprinzessin Stella. Oh ja, ich weiß noch gar nicht, was wir machen, weil ich doch gar nicht genau weiß, wo wir überhaupt waren. Es ist ja schon ein Moment her, dass ich sie aufgenommen habe. Ich habe mich jetzt mehr um die Guides gekümmert. Aber wir schaffen es trotzdem. Heute werden wir uns erstmal ein wenig darum kümmern, dass wir Essen haben. Die Bude habe ich ja recht schön gebaut. Da muss ich mir ja keine Gedanken mehr machen. Vorbereitung ist eben alles. Genau, dann erkunden wir noch ein bisschen die Insel, weil wir wissen ja noch gar nicht. Dann machen wir unseren Spieler besser und. Ich denke diesen Monat, dass wir wahrscheinlich noch den Boss schaffen. Mal schauen, ob meine Pläne auch wirklich so funktionieren. Jetzt gibt es mal so ein Zugs. Bleib dran. Kurahi, meine Freunde. Naja. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob ihr letztens noch gesehen habt, wie ich das fertig gebaut habe. Ich glaube nicht, aber es ist auf jeden Fall jetzt relativ fertig. Hat mich ein bisschen Mühe gekostet. Hier müssen wir noch ein bisschen draußen weghacken. Das könnten wir eigentlich mal eben machen, oder auch nicht. Gut, dann machen wir es eben nicht. Aber sonst ist es eigentlich ganz gut umzäunt. Ich weiß nicht mehr, vielleicht wisst ihr das ja auch noch, dass ich das umzäunt hatte. Ich habe gerade ernsthaft keine Ahnung. Ist aber auch nicht schlimm, jetzt wisst ihr. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Holz. Das habe ich entschieden. Man kann in diesem Spiel einfach eh nie genug Holz haben. Das heißt, es ist grundsätzlich kein falschen Moment, Holz zu sammeln. Was wir aber auch brauchen, ist Essen. Und da läuft was rum. Sie sind immer noch scheiße im Ausweichen. Beziehungsweise immer noch zu gut. Ist das ernsthaft euer... Na gut. Tja, keine Ausdauer ist in jedem Spiel für mich offenkundig ein Problem. Den haben wir erledigt. Komm. Den haben wir auch erledigt. Und Fleisch. Erwischt. Ja, damit hast du nicht gerechnet, hä? Ganz ehrlich, ich auch nicht. Könnt ihr das bitte mal fixen, liebe Entwickler? Das ist so für ein Arsch. Das ist ein Speer und man kann nicht nach unten stechen. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ah, ich bin ein bisschen angepisst wegen dem blöden Speerwerfen hier. Zack. Ja, jetzt klappt's. Klar. Aber das muss doch nicht sein. Es ist ein Speer und wir stechen damit quasi auf die drauf. Warum geht der nicht runter? Grausamst. Egal. Wir uns jetzt nicht weiter sinnlos künstlich aufregen. Wo sind wir hier? Schön. Das Gebiet gefällt mir auch sehr gut. Sogar besser. Also, sogar besser als sehr gut und besser als unser. Viel besser. Hier hätte man auch... Ich meine, hier kann man auch noch schön begradigen. Doch. Darauf erstmal einen bio-entkoffeinierten Kaffee, weil ich gerade keinen Tee habe. Wenn bio und entkoffeiniert... Wichtig ist nicht bio und entkoffeiniert, sondern bio-entkoffeiniert. Ja, da ist der entscheidende Punkt. Da könnten Grauzwerge sein. Da könnten Untote sein. So wie ich das sehe. Das da ist doch ein Untoter, oder? Das da rechts sind auf jeden Fall Grauzwerge und das da liegt ist auf jeden Fall ein Untoter. Der da. Ha. Mich wundert, dass die noch nicht gegeneinander losgerannt sind. Was jetzt aber langsam der Fall zu sein scheint. Ein Grauzwerg hat sich etwas nah ran. Ja, er geht los. Schön. Das heißt, die anderen Skelette müssten jetzt theoretisch auch aktiviert werden. Jawohl, da sind sie. Das ist gut. Das ist sehr gut. Wir gucken jetzt mal eben, was wir so haben. Zack. Okay. Wir haben noch Fleisch. Wir haben 8 Leder heute. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Da sollten wir vielleicht mal langsam wieder nach Hause. Aber ich hatte irgendwie Bock, mir eigentlich den Gewinner zu holen. Also wer hat denn jetzt gewonnen? Letzten Endes. Das ist aber blöd. Genau die Falschen, die gewonnen haben. Na gut. Dann. Krautzwergkloppe. Was ist das denn? Muss doch nicht sein, dass man solche Sachen mit einbaut, oder? Ich drücke einmal und sie schlägt dreimal. Ist das für ein Blödsinn? Oh, ich bin Schildkampf nicht gewöhnt. Ich bin es nicht gewöhnt, dass ich Schild hochhalten kann und ohne das Schild runterzumachen.
Ja. Schlagen kann. Sorry. Zu viel Conan. Gibt es zu viel Conan? Könnten wir etwas schneller Ausdauer regenerieren? Das ist echt lachhaft. Sorry. 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 Schöner Crit. Schöner. Schönes Ding. Schön hat er das gemacht. Richtig schön hat er das gemacht. Patz. Patz. Oh, schön. Wisst ihr, was witzig ist? In diesem Spiel, quasi in einer fiktiv mittelalterlichen Welt, gibt es Sign, also Schilder, okay? Aber in Satisfactory, einer scheiß hochmodernen Anlage, die wir aufbauen können, mit der wir alles automatisiert herstellen können und es verdammte Weltraumlüfte gibt, gibt es kein Schild. Ja, hey, das ergibt Sinn für mich. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Ja, wir gehen jetzt auf jeden Fall mal in das Dungeon. Machen wir heute mal eine Dungeon-Episode. Voll geil, wir haben Karotten gefunden. Das finde ich auch klasse. Haben wir denn noch... Zack, zack, zack. Das Fleisch können wir ja nicht essen. Nicht schlimm, wir finden ja auch noch Pilze hier unten. Ich glaube nicht, dass das klug ist. Ihr könnt natürlich jetzt auch so reingehen. Fackel, ne? Aber... Ich finde, dann gehen wir Waffen verloren. Ah, man kann damit schlagen. Aber ist keine so pralle Waffe. So, das heißt, wir gehen rein. Huh! Gucken, was dahinter ist. Und dann kommt jetzt der Trick. Tür aufmachen, stechen, Tür zumachen. Kurz Ausdauer regenerieren. Oder im besten Fall einen neuen Pilz essen. Oho. Wie wir alle wissen, sollte man immer Pilze essen, die man auch nicht kennt. Das hat immer schon gut geklappt, hat nie zu schlechten Ergebnissen geführt und bitte nehmt diesen bescheuerten Rat nicht an, denn das ist kein Rat. Esst niemals Pilze, die ihr nicht einwandfrei identifizieren könnt. Das Schlimme ist, man muss Menschen heutzutage darauf hinweisen. Ich musste jetzt tatsächlich drüber nachdenken, zu sagen, macht das bitte nicht, weil es Leute gibt von euch, die das tun würden. Die Intelligenz besitzen, in den Wald gehen, einen Pilz essen, den sie nicht kennen. Das zeugt nicht gerade von großer Überlebensfähigkeit, sagen wir es mal so. Survivability, null. Okay. Wir raiden jetzt hier diesen Dungeon. Wenn wir Glück haben, kriegen wir Kerne. Also Cores. Of course. So. Wir sind stärker geworden, habe ich das Gefühl. Oder wir schwächer. Wir haben auch echt nicht die besten Waffen. Wo hatte unsere Kleine denn mehr drin? Klaps ist auf 10. Spears ist auf 19. Ja gut. Ist klar, mit Spears. Normalerweise braucht ihr keine Fackel. Außer ihr wollt gucken, ob hier am Boot Schätze liegen. Weil im Normalfall ist das eigentlich ausreichend hell. Das finden wir jetzt natürlich nicht gut. Oh shit. Dass wir hier erwartet wurden. Das finden wir gar nicht gut. Überhaupt nicht. Na gut, unser Essen hält noch. Wir haben das, wir haben das und wir haben das. Naja. Da ist ja noch einer. Also, heute habe ich echt Pech. Normalerweise habe ich 6 Leben noch. Normalerweise, wenn ich Dungeons raide, habe ich echt Glück. Da habe ich ganz wenige Skelette. Aber jetzt... Wie ihr seht, in jedem verdammten Raum. Und da war ein Kern. Habt ihr gesehen? Da war ein Kern. Zum Glück war die Ausrüstung, die wir hatten, jetzt nicht so schlimm. Wir können wieder in den Dungeon reingehen, aber ich wollte jetzt eh nach Hause. In dem Sinne passt das. Das Problem ist, da der Zwerg... Nein, nicht Zwerg. Weil ich da so kleine Wesen gesehen habe. Da der Untote jetzt unsere Ausrüstung hat, habe ich auch kein Leder mehr. Was habe ich eigentlich hier so drin? Okay. Okay. Well. Okay. Was habt ihr hier unten reingetan? Baumaterial, oder? Ja, perfekt. Wo sind wir denn schon? Mhm. Nur noch bei Flint Spear. Okay. Ich verstehe. Okay, ich kann jetzt ungefähr wieder sagen, wo wir waren. Das ist gut. So, dann hole ich mal eben die Sachen zurück. Haha, alle Items recovered. Okay, vielleicht sollten wir uns dann auch mal ganz fix anziehen.
Man weiß ja nie, wer hier so rumläuft. Wieso habe ich jetzt zwei davon? Grausamst. Wo kommt der her? Wieso habe ich noch einen Hammer gehabt? Ist egal. Also dumm das jetzt klingt, aber ich muss hier nochmal rein. Ich sollte einfach mehr mit Schild und weniger mit Glück kämpfen. Okay, lass uns mal die Ausdauer etwas regenerieren. Und dann, liebe Freunde, dann holen wir uns unseren ersten Kern. Echt jetzt? Der war im Tumbling? Also sprich, der ist zurückgeschubst worden durch einen erfolgreichen Block? Okay, das war mir so nicht bewusst, dass das geht. Uiuiui. Einer nur. Seht ihr, wie scheiße dämlich das Kämpfen damit ist? Okay, das hat jetzt zu viel reingeknallt. Ich will hier nicht nochmal sterben. Was aber durchaus passieren könnte, heißt, wir gucken uns jetzt erstmal die anderen Räume an. Solche Räumlichkeit mag ich. Wo nichts drin ist angegen. Das. Ja. Auch das hier ist eigentlich ein idealer Raum. Perfekt. Also, wir haben nur da hinten Gegner gehabt. Wir haben jetzt zwei Kerne. Das reicht leider für quasi nichts, aber theoretisch könnten wir das schon so nutzen. Mein Problem ist eher, dass ich meine Waffe gerade eingebüßt habe. Macht das Ding hier Schaden? Das hat Blunt Damage 4 und das hier hat Blunt Damage 12. Schade. Das könnte mein Ende werden. Ein Wikinger kämpft bis zum Letzten. So. Oh shit, seht ihr das da im Hintergrund? Komm. Genau. Oh, er ist wieder zurückgetumpelt. Bogenschütze. Leben. Ne, das ist ehrlich gesagt keine gute Idee, jetzt weiterzumachen. Lass uns mal ganz kurz ein bisschen regenerieren, bevor wir da jetzt reinrennen, weil sonst endet das für uns echt böse. Dafür müssten wir jetzt allerdings lange warten oder schlafen. So. Viking-Style. Evil Bone Pile. Den solltet ihr möglichst, wenn ihr könnt, könnt ihr jetzt nicht sehen, möglichst schnell zertrümmern. Da kommen nämlich die... damit habe ich gerechnet, weil ich nicht mehr um die Ecke kam. Da kommen nämlich die echt bösen Viecher raus. Wisst ihr was? Ich habe keine Lust, euch eine Folge zu geben, wo wir permanent dasselbe tun. Das heißt, ich hole jetzt nur meine Klamotten. Wir sehen uns wieder, wenn ich im Haus bin. Und dann besprechen wir ganz kurz, was wir in der nächsten Folge machen. Wo es dann aber tatsächlich mal vernünftig weitergeht. Weil das war... Und das sage ich bei aller Liebe zu diesem Spiel. Absolute Löcher. Oh, ich hab's mir anders überlegt. Das musste ich euch einfach zeigen. Guck mal, wir haben ja noch zwei schöne Kerne bekommen jetzt. Theoretisch. Und praktisch auch. Noch eine schöne Kiste. Wir haben noch haufenweise lustigen Stuff wie Ember Pearls, Coins. Also, der Raid an sich hat sich schon gelohnt. Nur, es war halt alles sehr unvorbereitet. Hier noch. Nichts mehr, oder? Ah, das klingt aber so. Und da wir nicht nochmal sterben wollen, finde ich es sehr gut, dass wir jetzt eine lebende Fackel haben. Beziehungsweise eine untote lebende Fackel, die uns leuchtet. Alter, gut, dass wir nicht gegangen sind. Gut, dass wir noch einmal um die Ecke gegangen sind. Mega.
Okay, also diese Kerne braucht ihr, um später im Spiel weiterzukommen. Ohne diese Kerne ist quasi alles, was ihr gemacht habt, in diesem Spiel nutzlos. Ups, da war ich schon. Diese Kerne sind dafür da, dass ihr später Schmieden bauen könnt. Und andere Sachen. Und diese und andere Sachen, sowie und Schmieden, darum kümmern wir uns dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch so gut gefallen. Ich hoffe, ihr konntet einen Einblick in Valheim gewinnen. Vielleicht meine Spielweise heute auch nicht den besten, aber naja, so kann es manchmal gehen. Vor allem, wenn man eine ganze Zeit lang nicht gespielt hat oder, jetzt hört zu, Anfänger. Ich bin kein Anfänger. Ich benehme mich heute nur wie einer. Und deswegen möchte ich euch empfehlen, wenn ihr euch auch so fühlt, wie ich heute spiele, dann guckt mir mal Anfänger-Guides, Generalguides, Handwerker-Guides etc. Damit dürftet ihr... Luke noch da. Damit dürft ihr euch dann sehr, sehr, sehr wohl fühlen. Vor allem das Spiel wirklich gut beherrschen können. Also wie ihr seht, wir wurden erwartet. Schöne Sache. Toll. Ihr guckt jetzt mal meine Guides. Oder schaut mal auf dem Kanal, was euch im Outro jetzt noch als empfohlenes Video für euch extra ausgewählt. Hand verlesen und Mund geblasen von YouTube. Das könnt ihr auch noch schauen, wenn ihr Bock habt. Zudem, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir ein Abo da. Vergesst das nicht. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren. Ist alles gratis, also nutzt das. Und vor allem, wenn es schon eingeblendet wird, guckt doch mal, ob ihr nicht Mitglied werden wollt. Da habt ihr geile Vorteile. Also, lohnt tut sich's auf jeden Fall für euch. Wenn ihr Bock habt, schaut rein. Zudem, wir haben auch noch Discord, Twitter etc. Links dazu, alles in der Videobeschreibung. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Lasst mir ein Like da. Und ich hoffe, wir lesen uns in den Kommentaren. Bis dahin, Valhador Heris. Moment. Das könnte jetzt nämlich tödlich sein, wenn ich jetzt einfach ausmache. Aber ich sag's trotzdem schon mal. Bis dahin, Valhador Heris. Euer Wolf.